Hallo und herzlich willkommen bei Pro und Contra. In knapp 2 Wochen wählen wir ein neues Parlament. Der Wahlkampf in Südtirol will aber noch nicht so richtig in Schwung kommen. Wer ist schuld an diesem müden Wahlkampf? Das ist unser Thema heute. Mehr jetzt von Barbara Reich. Am 4. März wird in Italien ein neues Parlament gewählt. Italienweit stellen sich fast 12.500 Kandidaten der Wahl. Auch in der Region Trentino-Südtirol treten 15 Listen an. In unserer Provinz gibt es 3 Einerwahlkreise für den Senat und 3 für die Kammer. Zudem werden Sitze in der Abgeordnetenkammer und im Senat im Verhältniswahlrecht vergeben. Doch das Feilschen um diese Posten bleibt größtenteils aus. Der Wahlkampf in Südtirol will nicht richtig in Schwung kommen. Das Interesse der Wähler scheint gering zu sein. Nur wenige interessieren sich für die Kandidaten der Parlamentswahlen. Spannende Wahlkampfdebatten, wie vor Wahlen eigentlich üblich, bleiben diesmal größtenteils aus. Die wahlwerbenden Parteien tun sich schwer, interessante Wahlkampfthemen zu finden. Die deutschsprachige Opposition verzichtet gleich ganz auf die Parlamentswahlen. Die Folge: Laut Umfragen wollen diesmal viele Menschen nicht wählen gehen. Eine niedrige Wahlbeteiligung wird vorausgesagt. Wer ist schuld daran? Die Opposition, die nicht antritt? Oder die SVP und das neue Wahlgesetz? Ja, darüber diskutieren mit mir heute der Obmann der SVP, Philipp Achammer. Schönen guten Abend. Und der Obmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Leiter-Reber, nicht antreten, aufzugeben, ohne zu kämpfen, das liegt doch nicht in der DNA eines Schützen. Wieso treten die Freiheitlichen nicht an? Das ist auch nicht in der DNA unserer Freiheitlichen Partei. Wir haben uns die Entscheidung bei Gott nicht leicht gemacht. Es ist uns sehr schwer gefallen, nicht zu kandidieren. Aber wir haben in der Vergangenheit immer wieder kandidiert. Wir haben immer wieder das Feigenblatt gespielt für ein Wahlgesetz, das höchst undemokratisch ist. Ich glaube, jetzt, wenn wir nicht kandidieren und auf einmal den Leuten bewusst wird, wie einseitig dieses Wahlgesetz ist, ich glaube, dass wir da zumindest das erreicht haben, dass jetzt die Diskussion um dieses Wahlgesetz neu entbrannt ist und dass wir künftig vielleicht auch wieder ein Verhältniswahlrecht bekommen, so wie wir Freiheitliches schon seit Jahrzehnten fordern. Herr Hammer, die Opposition sagt ein undemokratisches Wahlrecht. Sie spricht sogar von einem Maßanzug, der für die SVP hier geschneidert wurde. Naja, ich glaube, mit diesem Märchenwahlgesetz muss man endlich einmal aufräumen. Sie wollten nicht antreten, das ist Ihre Entscheidung, dass die Freiheitlichen nicht antreten, aber dann geben Sie bitte nicht der Südtiroler Volkspartei dafür die Schuld, denn es wäre um ein Vielfaches leichter als vor 5 Jahren sogar gewesen anzutreten. Wir haben 2 Wahlkreise mit deutschsprachiger Mehrheit, wo Abgeordnetenkammer und Senat gewählt werden. Sie hätten dort antreten können und wenn Ihr Kandidat oder Ihre Kandidatin am meisten Stimmen erzielt, dann ist dieser oder diese gewählt. Was soll da so undemokratisch sein? Wenn das undemokratisch ist, dann ist die Hälfte des Wahlrechts in Deutschland undemokratisch, dann wird im angelsächsischen Raum undemokratisch gewählt. Also das ist ein Feigenblatt. Tut es mir leid, das so aussprechen zu müssen. Es wird der SVP die Schuld gegeben. Sie wollten nicht antreten, das ist Ihre Entscheidung. Aber dann bitte kaschieren Sie diese Entscheidung nicht mit der Schuld, die Sie an die SVP zuschieben. 2 Abgeordnete und 2 Senatoren werden nach Mehrheitswahlrecht gewählt. Also wenn man eine Stimme mehr bekommt als die andere Partei, dann ist man gewählt. Wenn wir von den Wahlen, von den Landtagswahlen 2013 ausgehen, mit den Prozentsätzen, die damals unsere Parteien alle gemacht haben, dann ist es unter ferner Liefen, dass die Freiheitliche Partei auch nur einen Sitz hier ergattern würde. Das heißt, wenn die Volkspartei 51% machen würde und wir 49%, dann gehen wir leer aus und die Volkspartei kassiert das Mandat. Das entspricht nicht unserer Vorstellung von einer repräsentativen Demokratie für Südtirol, denn die Volkspartei, wenn sie jetzt alle Sitze machen, die hätten sie, wenn wir bei diesen Prozentsätzen bleiben von 2013, die hätten sie dann sowieso auch gemacht, dann muss man schon sagen, dann wo bleiben denn dann die Vertreter, die die Oppositionspartei wählen? Es würde ihnen kein Zacken aus der Krone brechen, wenn wir nach einem einzigen Wahlkreis wählen würden, wo dann auch die 20-25%, die eben der deutschsprachigen Opposition zufallen, das dann auch auf die Mandate umlegen könnten. Entschuldigen Sie, Herr Leiter-Reber, jetzt haben Sie selber deutlich gesagt, Sie treten nicht an, weil wir gemeinsam sozusagen keine Chance gehabt hätten gegen den SVP-Kandidaten. Das ist eine andere Argumentation. Und bitte sagen Sie es so deutlich. Nein, das wir wollten nicht antreten, weil wir keine Chance gegen die SVP im Wahlkreis haben, anscheinend. Aber dann ist das nicht, wie Sie es behaupten, Demokratie. Denn da soll bitte schön der Wettbewerb dann
bestimmen, wer Kandidat oder wer Kandidatin als solche gewählt wird. Wenn Sie jetzt sagen, Verhältniswahlrecht, dann wird es sein, dass es eine Prozenthürde gibt. Ja, sehr wohl. Aber im Vergleich zu vor 5 Jahren, noch einmal, wo Sie angetreten sind, hätte es diesmal deutlich mehr. Sie hätten bis zu 4 Abgeordnete stellen können, ohne aber jegliche auch hätten Prozenthürde. Wir immer müssen, auch hätten wir immer müssen den SVP-Kandidaten im einzelnen Wahlkreis schlagen, was aufgrund der Wahlergebnisse von 2013 ja auch nicht möglich ist. Entspricht aber nicht der politischen Landschaft und der Vielfalt Südtirols. Aber noch einmal, das ist eine andere Argumentation. Das ist Teil dieser Argumentation. Das ist eine andere Argumentation. Sie sagen, wir haben keine Chance und deswegen treten wir nicht an. Und Sie wissen ganz genau, dass wir seit Jahrzehnten gegen diese Wahlgesetze prozessieren. Wir haben damals, bereits 1995, haben unsere Vorgänger, Bios Leitner und Siegfried Brucker, ausgemerkt, haben sie uns auch übers Hax gehört, das geheißen, liebe Freiheitliche, kandidiert's nicht, aber wenn wir gewählt sind, dann werden wir uns dafür einsetzen, dass wieder ein Verhältniswahlkreis, ein einziger Südtiroler Wahlkreis zustande kommt. Was ist passiert? Das Gegenteil ist der Fall. Immer wieder haben wir Wahlgesetze, wo die deutsche Opposition sozusagen ausgeschalten wird, aufgrund schon von der Stärke. Sie haben jetzt die Landtagswahlen angesprochen. Bei den vergangenen Landtagswahlen hat die SVP 47,5% bekommen, also nicht die absolute Mehrheit. Jetzt könnte es aber passieren, dass nur SVP-Kandidaten nach Rom fahren, also nur SVPler in Rom sitzen. Ist das gerecht? Ich denke noch einmal, es ist vorauszuschicken, wenn ein Wettbewerb stattgefunden hätte zwischen mehreren Parteien. Noch einmal, ich kann es nur wiederholen, wären Sie angetreten und hätten Sie die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis überzeugt und der Kandidat hätte mehr Stimmen bekommen, dann wäre der Kandidat gewählt gewesen. Wenn es Ihnen an Gerechtigkeit liegen würde, dann hätten Sie sich dafür eingesetzt. Diesmal haben Sie ja auf eure Fahnen, habt ihr ja geschrieben, dass ihr dafür verantwortlich seid, vor allem Karl Zeller, für dieses Wahlgesetz. Dann hättet ihr euch zum Beispiel dafür eingesetzt, dass die Prozenthürde nicht auf die 20% bleibt, sondern auf die 10%. Da wäre es gefährlich natürlich geworden für Sie. Ich darf noch einmal etwas anderes sagen. Wenn Wahlkreise und wenn es uns um die Vertretung jetzt nicht nur von Parteien geht, sondern auch unserer Minderheit im Parlament, dann sind wohl Wahlkreise, die Sie jetzt so sehr kritisieren, weil innerhalb der Wahlkreise es anscheinend so undemokratisch wäre und ich wiederhole, in vielen Ländern so gewählt wird, aber bitte lassen Sie mich aussprechen. Wo gibt es denn innerhalb solche Hürden? Lassen Sie mich bitte ausreden. Wenn über Wahlkreise dann garantiert wird, dass die Minderheit eine Vertretung hat, dann ist es die beste Garantie, weil ein abgegrenzter Wahlkreis zumindest dann gewährleistet, dass dort jemand gewählt werden kann. Schauen wir uns das Verhältniswahlrecht 2013 auch an. Da hatte die SVP, jetzt muss ich so sagen, rückblickend Gott sei Dank, das Ergebnis dieser Mehrheitsprämie auf Ihrer Seite. Wäre es anders gelaufen, das viel so gepriesene Verhältniswahlrecht, das Sie jetzt ansprechen, dann hätten wir unsere Vertretung um ein deutliches dezimiert und es wäre zulasten Südtirols gegangen. Also wo der Wahlkreis so undemokratisch ist, noch einmal. Glauben Sie wirklich, wenn wir eine Hürde von 10% hätten und dann ein Vertreter der deutschsprachigen Opposition nach Rom käme, dass dieser die Autonomie weniger verteidigen würde als wie Ihre PD-Kandidaten? Das glauben Sie doch selber nicht. Bitte. Also, da müssen Sie schon sagen, wenn wir, Karl Zeller ist verantwortlich für dieses Wahlgesetz, er rühmt sich auch dafür, aber es war auch davor die Diskussion, die Hürde zu senken. Warum ist das nicht passiert? Weil ihr eure Sitze halten. Herr Drewer, diese Hürde werden wir vielleicht ein bisschen erklären müssen. Ja. Also für Minderheiten gibt es eine 20%-Klausel im Verhältniswahlrecht in der Region. Innerhalb der Region. Wenn man jetzt die letzten Parlamentswahlen hernimmt, dann haben die Freiheitlichen, glaube ich, 15% in der Provinz gemacht. Ist diese Klausel deshalb nicht etwas hochgegriffen? Ja, dann muss man bitte schön, wenn das jetzt so kritisiert wird, die Wahlen 2013, wo Sie angetreten sind, und jene 2018 gegenüberstellen. Damals sind 2 Senatoren, und jetzt spreche ich von den mehrheitlich deutschsprachigen Wahlkreisen, innerhalb eines Wahlkreises gewählt worden. Inzwischen werden 4 gewählt innerhalb von Wahlkreisen, und da gilt diese 20%-Klausel nicht. Das heißt, die 20%-Klausel gilt im Verhältnis zu 2013 deutlich weniger. Und es werden deutlich weniger Abgeordnete über das Verhältniswahlrecht. Inzwischen können es auf regionaler Ebene sind es 5. Für die Abgeordnetenkammer, für den Senat 1 Abgeordneter oder 1 Senator, Senatorin. Deutlich weniger nach diesem Prinzip gewählt. Und dann sagt man uns, das ist das deutlich schlechtere Wahlgesetz als 2013.
15? Aber dass die 20% auf Provinzebene 40% sind, da sind wir uns einig. Ja, da sind wir uns einig, da sind wir uns einig, aber ich kann nur wiederholen, es ist eine, wenn Sie es so sagen, eine deutliche Verbesserung des Wahlrechts von 2013 auf 2018. Und zum Zweiten, das wissen Sie auch, wir haben ständig, das wird alles sein, dass man immer sagt, die SVP kann alles, will alles nicht oder was auch immer, aber wir müssen auch ein Wahlgesetz auf der anderen Seite verlangen, dort wo auch die Repräsentativität und auch die Vertretung einer Minderheit als solches gewährleistet ist. Das ist zentral für uns. Da geht es nicht um Parteien, sondern in erster Linie, dass wir die Vertretung der Minderheit gewährleisten. Sie haben aber nicht den Alleinanspruch auf die Vertretung der Minderheit. Aber Sie tun es so aus, weil dann hätten Sie sich auch dafür eingesetzt, dass auch diese Hürde gesenkt wird, damit auch andere eine Chance haben, vor allem von der deutschen Opposition. So wird es uns natürlich schwierig gemacht. Jetzt regen Sie sich auf, wenn wir nicht kandidieren. Die Leute merken das, sehen jetzt, was das für ein Wahlgesetz ist. Immer wenn wir kandidiert haben, wie war dann die Argumentation von der Volkspartei? Jede Stimme für die Opposition ist eine verlorene Stimme, so hat es immer geheißen, um den einzelnen Kandidaten weiterzubringen. Also über die Stecknadel zu hupfen, dass wir uns herhalten, da sind wir einfach nicht bereit. Herr Leiter Reber, Sie bringen jetzt die 20% ins Feld. Und jetzt sage ich ganz einfach, über die 20% wären in Südtirol maximal 3 gewählt. Und Sie hätten antreten können über die Wahlkreise. Sie hätten auch in allen 3 Wahlkreisen antreten dürfen, da wären 6 gewählt. Aber für uns ist es natürlich bei unserer Größe viel leichter auf dieser Seite als den Direktkandidaten zu schlagen. Das ist ja doch klar. Bei 6 wollten Sie nicht. Ich muss es sagen, bei 6 und keinen 20% wollten Sie nicht. Bei den 3 sagen Sie, das war ausschlaggebend. Deswegen treten wir nicht an. Nein. Hätte man, also die deutschsprachige Opposition tritt ja geschlossen nicht an, hätte man sich aber nicht alle könnten auf einen Backel hauen und gemeinsam antreten, um diese 20% Hürde zu knacken? Natürlich wäre ein, wir haben im Parteivorstand lange darüber diskutiert, ein gemeinsames Antreten aller Oppositionsparteien hätte den gleichen Effekt gehabt, indem man einfach aufzeigt, hier verbünden sich alle gegen dieses Wahlgesetz, also nicht gegen die Volkspartei alleine, sondern gegen diese Form des Wahlgesetzes. Das wäre ein Zeichen gewesen, das der Bürger und die Bürgerin verstanden hätte. Ich glaube, jetzt, wo wir nicht kandidieren, weil wir einfach sagen, so, wir kommen auf dieser Stelle nicht weiter. Wir werden einen Haufen Geld verlieren und werden wieder das Feigenblatt für die Volkspartei, damit es heißt, ja, machen ja eh alle mit, aber bis zum Schluss die Posten kassiert die Volkspartei. Jetzt haben viele SVP-Funktionäre ja auch nicht gerade eine Freude mit dieser Situation, mit diesem, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, müden Wahlkampf. Fehlt Ihnen die Opposition ein bisschen? Fehlt Ihnen so die Reibung jetzt? Es sind sicherlich verschiedene Motive. 2013 war die Situation eine andere. Wir hatten gerade die Regierung Monti erlebt. Die Regierung Monti hat alles getan, um die Südtirol-Autonomie einzuschränken und zu beschneiden. Wir hatten jetzt eine 5-jährige Amtszeit, die autonomiepolitisch insgesamt positiv war. Und da ist der Ansporn, hinzugehen, deutlich weniger. Aber ich will auch da sagen, ich hoffe, dass wir nichtsdestotrotz nicht leichtfertig werden. Denn in diesen Tagen hat man sehr deutlich gesehen, was uns blühen würde, wenn wir eine Mitte-Rechts-Regierung bekommen. Und ich darf das einfach deutlich sagen, weil das muss auch der Ansporn sein, bitte nicht zu sagen, ich bleibe zu Hause, das interessiert mich nicht. Denn sonst wird Autonomiepolitik auch irgendwo sozusagen hinfällig, wenn man sagt, das interessiert uns nicht. Wir haben jetzt gerade vor 2 Tagen erlebt, dass Michaela Biancofiore sagt, die Südtirol-Autonomie ist eine inneritalienische Angelegenheit. Il Libero schreibt, e la sovranità dov'è? Man dürfte also bitte nicht Abänderungen des Autonomiestatutes mit Österreich besprechen. Das sind Zeiten, wie wir sie vor Jahrzehnten erlebt haben. Und wenn wir da nicht vorsichtig sind... Die Kandidatin Muski ist nicht so weit entfernt von dieser Aussage. Das muss man auch feststellen, bitte. Das ist belegt. Nein. Sie können jetzt noch so die Touren durchs Unterland machen. Nein. Das ist belegt, die Aussagen von der Boski. Und da hängen Sie sich einfach in dem Pandemie. Wir haben immer davor gewarnt, nicht mit nationalstaatlichen Parteien ins Bett zu steigen. Und Sie tun genau das. Ich bin nicht der Amtsverteidiger von Maria Elena Boski. Aber jetzt muss ich es da sagen dürfen, das habe ich mir schon erwartet, dass Sie das bringen. Bloß es wird immer diese Aussage von Maria Elena Boski gebracht aus dem Jahr 2014. Ich übergebe Ihnen hier gerne 2014 die Aussendung, wo sie am 26. Oktober gesagt hat, Boschi, Regioni Speciali, bene così. Sie hat also damals schon ihre eigenen. Ja. Dann übergebe ich Ihnen das gerne. Das ist die Richtigstellung, können das können Sie machen. Gerne anschauen. Meine Herren, wir haben eine eigene Pro- und Kontrasendung zu Boschis Kandidatur gemacht. Jetzt
schließen wir dieses Thema wieder und bleiben bei unserem ursprünglichen Thema, bei den Parlamentswahlen, beim müden Wahlkampf. Die Grünen, die machen sie anders, die treten an, sind in einer gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation wie Sie. Die haben aber beschlossen anzutreten, neue Kandidaten zu präsentieren, neue Gesichter zu platzieren, auch im Hinblick für die Landtagswahl. Das war ja auch ein Grund, weshalb andere Oppositionsparteien, so wie wir es auch in der Vergangenheit getan haben, auch ein positiver Aspekt der Wahl natürlich, um Kandidaten zu präsentieren, bekannt zu machen, im Vorfeld eben, wie Sie sagen, auch der Landtagswahl. Genau das machen die Grünen jetzt. Uns ist es aber nicht darum gegangen, die Kandidaten bekannt zu machen, sondern wirklich auch reelle Chancen auf einen Sitz zu haben. Und das wird uns dermaßen erschwert, weil die Volkspartei einfach dieses Gesetz für sich maßgeschneidert hat. Aber mit einem guten Ergebnis hätte man da nicht schon einen Schwung für die Landtagswahlen mitnehmen können? Ich glaube, dass gerade hier, jetzt, wo die Leute sehen, wie, man hat das ja auch bei euren internen Basiswahlen gesehen, die Motivation ist nicht besonders da, wenn Kandidaten hin und her geschoben werden wie Schachfiguren, wo Leute aufgestellt werden, die bei den vergangenen Landtagswahlen abgewählt wurden von der Südtiroler Bevölkerung. Jetzt sollen sie aber in Rom mit diesem Persilfahrschein nach Rom kommen und dort Interessen der Südtiroler vertreten, Leute, die eben bereits hier abgewählt worden sind. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist, um positive Stimmung zu machen. Und ich glaube, dass jetzt die Leute wirklich verstanden haben, dass dieses Wahlgesetz, das auf eurem Haufen gewachsen ist, nicht zur Demokratie und nicht zum Pluralismus in unserem Land beiträgt. Und das haben wir auch erreicht mit der Nichtkandidatur. Dieser Meinungsforscher sagen ja jetzt schon eine niedere Wahlbeteiligung voraus. Ja. Ist das nicht schlecht für eine Demokratie? Ja, natürlich ist das schlecht. Und wir können noch so lange jetzt über ein Wahlgesetz diskutieren, aber das Wesentliche verlieren wir jetzt aus dem Blick. Worum geht es überhaupt bei diesen Wahlen? Wenn es uns egal ist, wie wir in Rom vertreten sind, dann können wir es gleich hier sagen und über Wahlgesetze noch bis nach den Wahlen hinaus diskutieren. Uns ist es nicht egal, wie wir in Rom vertreten sind. Wir sind möglicherweise und höchstens, wenn wir das Vertrauen bekommen, worum wir werben, 6 deutschsprachige Abgeordnete auf 945. Und wenn wir jetzt dann noch sagen, ja, jetzt streiten wir über Wahlgesetze und dann ist es uns wurscht, wie wir vertreten sind, dann wird am meisten nicht die SVP oder die Freiheitlichen verlieren, sondern unser Land wird am meisten verlieren. Denn wir brauchen nicht glauben, dass wir jetzt völlig uninteressiert tun und auf der anderen Seite haben wir dann eine dezimierte Vertretung und sagen dann, wir möchten bitte schön alles haben, um uns soll das Parlament tanzen und wir machen nicht mal 1% dieses Parlaments aus. Aus dieser besonderen Situation heraus ist es wichtig, dass die Südtiroler Parlamentarier neutral sind, dass wir uns nicht bei einer nationalen Partei anlehnen. Ihr macht das dauernd mit dem PD, das geht nicht gut. Wenn morgen Mitte rechts gewinnen sollte, von dem Sie jetzt ja schon so sehr warnen. Ich hoffe. Zu Recht, das hoffe ich auch nicht für Sie, weil wo stehen denn Ihre Bündnispartner und so weiter? Ich glaube, wenn wir Südtiroler ehrlich sind und sagen, uns geht die nationalstaatliche Politik insofern bedeutend wenig an, dass wir uns nicht müssen Bündnisse machen, eben mit Renzi und Co. oder mit anderen. Das wäre viel ehrlicher, das wäre aufrichtiger und würde unsere Autonomie auch besser entsprechen. Glauben Sie wirklich, dass wenn wir bei 6 auf 945 Abgeordnete im Parlament... Darf ich aussprechen? Gerne. Wenn wir auf 6 auf 945 im Parlament sitzen, dann das Parlament um unsere Pfeife tanzt und wir Bestellungen aufgeben können und nach Hause bringen. Die Südtirol-Autonomie und die Geschichte der Südtirol-Autonomie hat immer so funktioniert, dass man Vereinbarungen und Bündnisse für Autonomie geschlossen hat, um etwas nach Hause zu bringen. Aber es muss über den Dingen stehen, über den Parteien stehen. Und dann sage ich ganz deutlich, was war in dieser Amtszeit? Befürworten Sie es nicht, dass es 20 Durchführungsbestimmungen gegeben hat? Befürworten Sie es nicht, dass wir eine sichere Finanzbestimmung haben für unser Land? Brauchen uns Freiheitlichen wirklich nicht sagen, dass wir nicht froh wären über Kompetenzen. Ja, wir sind die Ersten im Landtag, das wissen Sie aus Ihrer Arbeit. Unsere Landtagsfraktion unterstützt alles, was in Richtung Kompetenzen für Südtirol geht. Da müssen Sie bei Ihren Partnern vom PD mehr nachschauen. Gut. Also das brauchen wir uns nicht anhören. Aber wo bleiben die großen autonomiepolitischen Brocken? Ich erinnere mich noch an die Vollautonomie, wo es geheißen hat, Landespolizei, wo es geheißen hat, eine Sportautonomie bis hin zur Steuerhoheit. Wir reden hier von Peanuts, die wir von Brocken
Maßnahmen, die der PD einem so übrig lässt, da müssen wir schon sagen, wir müssen klar auftreten, unabhängig von der Konstellation, die wie im Parlament vorhanden ist. Die Kompetenz für die Wasserableitungen, Peanuts. Alles, die Kompetenz für die Lehrerausbildung, aber nichts im Vergleich zur Vollautonomie. Nichts im Vergleich zur Vollautonomie, die Sie groß verkündet haben. Das müssen Sie schon sagen. Silvio Spaniago hat zu Recht gesagt, die Autonomie ist ein Pflücken der Blumen am Wegesrand. Schritt für Schritt muss man etwas erreichen. Und Sie haben sich jetzt selber widersprochen, wenn Sie sagen, ja, sehr wohl wollen wir mehr Zuständigkeiten. Ja. Und diese Zuständigkeiten waren eben das Ergebnis auch von Vereinbarungen. Ja, keiner sagt was dagegen, gegen diese Zuständigkeiten. Ja, aber Sie, Sie sind dagegen, dass man Vereinbarungen auf gesamtstaatlicher Ebene schließt. Wir sind dagegen, dass man Bündnisse darüber hinaus macht, dass auch hier noch provinzfremde Kandidaten dann präsentiert werden, unseren deutschsprachigen Wählern. Also das kann es nicht sein. Entschuldigung, wenn man mit einer Partei will, ein Bündnis, eine Vereinbarung für ein Programm abschließen, das funktioniert Politik. Das muss nicht so weit Politik gehen. So, dass man natürlich, und das war in den vergangenen 5 Jahren genauso, dass man eine Vereinbarung geschlossen hat und gesagt hat, uns geht es um folgende autonomiepolitische Punkte, wie manifestiert sich unsere Zusammenarbeit und in einem Wahlkreis mit italienischsprachiger Mehrheit wollen wir die autonomiefreundliche, dass man sich total verkauft, das kann es nicht sein. Dann tun wir Folgendes, dann äußern wir uns nicht und Frau Bianco Fiore wird im Bozen-Unterland gewählt. Ob das besser ist für Südtirol? Ich schaue auf die Sendezeit, wir haben leider schon etwas überzogen. Trotzdem noch eine ganz kurze Schlussrunde mit einer kurzen Frage und einer kurzen Antwort bitte von beiden. Herr Leiter-Rieber, am 4. März wird gewählt. Sie als Obmann, was raten Sie Ihren Unterstützern? Also wir werden noch an diesem Freitag eine Pressekonferenz machen, wo wir erklären, was wir als Partei empfehlen, ob wir eine Wahlempfehlung abgeben. Ich persönlich wähle ja im Wahlkreis West. Ich kann also die Ex-Frau vom Zeller wählen. Ich kann Ihnen eins schon sagen, Volkspartei werde ich nicht wählen. Herr Hammer, mit sechs Kandidaten treten Sie an. Alles weniger als 6 SVPler in Rom ist eine Enttäuschung. Ich möchte zum Abschluss noch einmal sagen, es geht hier nicht um primär ein parteipolitisches Ergebnis. Ich hoffe, dass wir eine starke Vertretung für unsere Autonomie haben in den kommenden Jahren. Das heißt 6 Kandidaten in Rom. Ich hoffe, ja natürlich ist das ein Ziel für die Südtiroler Volkspartei, aber das primäre Ziel für unser Land heißt eine starke Autonomievertretung. Wir haben gesehen, was es gebracht hat, wenn die Autonomievertretung stark war. Und wir haben gesehen, in Zeiten, wo autonomiefeindliche Kräfte an der Macht waren, was es dann dazu geführt hat. Nur 5 wären eine Enttäuschung? Nein, dass die Wählerin und der Wähler entscheidet und wir hoffen, dass sie zur Wahl gehen und entscheiden. Und darum bemühen wir uns und werben wir nicht für die SVP, sondern für die Autonomie. Die Parlamentswahlen, die interessieren uns auch morgen noch, und zwar im Mittagsmagazin Spezial mit Höreranrufen nach 13 Uhr. Dann ist Ihre Meinung gefragt. Dann dürfen Sie sich zu diesem Thema äußern. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für die angeregte Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.